Hallo Leute, willkommen zum allerersten Abenteuerpart. Ich bin mal gespannt, also Ereignissen, soll das wirklich nach den Ereignissen des Story Modes sein? Wir schauen es uns mal an. Ich glaube, da waren auch viel, viel mehr karge Köpfe. Ich glaube, der Nachbar drüben, der hört sich, hört gerade Musik. Boah, das lädt aber gerade lang. Solche langen Ladezeiten hat mein Story-Modus nämlich nicht. So. Der Abenteuer-Modus ist natürlich komplett anders als der Story-Modus. Tokiwa. 第4次忍界大戦終結後とある任務を受けた渦巻ナルトが今まさに里を畳んとしていた。よし、行くか。そうね。あのさ、本当についてくんの？ だってあんた一人じゃ心配だし。心配って、ただの新書運びだぞ。しかも砂隠れまでの。別にいいじゃない。私たち、たまたま偶然休みなんだから。休暇をどう使おうと人の勝手でしょ。ねえ、ひなた。あの、ダメだったかな。いや、ダメなことはないけど。だったらブチブチ言わない。 さっさと出発。わかったってばよ。ここまではうまくいったわね。いい、ひなた。せっかくの機会なんだから、あいつとの関係少しは進展させんのよ。お、うん。大丈夫。私がしっかり背中を押してあげるって。 止まってちゃ何も始まらない。少しでもナルト君と一緒にいたい。少しでもナルト君のことを知りたい。それは私が望んだこと。少しでも前に進もうって決めたんだ。だから行こう。 これも一つの忍びの道。確定、旅は始まった。ごめんなさい。 Ah, jetzt muss ich auch noch lesen. Worüber habt ihr zwei denn geredet? Hm, nichts Besonderes. Ach ja? Na los, gehen wir. Wir müssen schließlich nach Sunagakure. Alles klar. Aha. Ach, wie habe ich das vermisst? Und hier geht's mehr so nach Missionen auch und man bekommt auch natürlich Geld dafür und Masken, yay! Mit Sakura und Hinata im Schlepptau macht sich Naruto auf eine Mission abzuschließen so das Komma vergessen, ne? Die Zustellung eines Hokage-Briefs an Gaara in Sunagakure ist das ist eine vergleichsweise leichte Aufgabe. Aber jetzt frage ich mich, warum hat Tsunade denn aufgehört? Wenn du in der Klemme steckst, im freien Abenteuermodus erscheint im Bildschirmrand Tutorial Pop-Up-Fenster, wenn du das Steuerkreuz nach oben drückst, glaube ich, ja. Kannst du nähere Informationen einsehen? Bereits erhaltene Tutorial-Infos kannst du jederzeit noch einmal lesen, indem du eben
Hauptmenü die Option Tutorial auswählst. Wenn du vergessen hast, wie man etwas im Spiel macht, lies es im Menü Tutorial noch einmal nach. Also ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, die haben hier zwei Spiele reingepackt. Über das Hauptmenü kannst du erworbene Items benutzen, deine bisherigen Fortschritte bewundern und dir weitere Menüs ansehen, die dir bei deinen Abenteuern weiterhelfen. Du kannst im Abenteuermodus jederzeit zum Hauptmenü zurückkehren, indem du Tab drückst. Der slidet aber so ein bisschen. Auf jeden Fall, der freie Modus ist hier schon ein bisschen cooler. Hey, da ist jemand, mit dem man sprechen können. Hallo? Ich wüsste ja schon gern, was wohl meine nächste Mission sein wird. Ach, ist nur so einer, mit dem man sprechen kann. Sonst nichts. Da hinten ist ein Buch. Ist ein Buch zu tun? Das ist bestimmt so ein Laden, oder? Das sieht aus wie Ichiraku. Ah, Cafeteria. Gibt's hier wieder Bentos? Willkommen. Kraftmahlzeiten. Aber es gibt Kraftmahlzeiten und so weiter. Oh, dafür gebe ich doch mein ganzes teuer erspartes Geld nicht aus. Aber so viel ich weiß, kann man im Story-Modus. Ach, im Story-Modus. Im Abenteuermodus. Was mache ich da? Ah, so kann ich die Karte einsehen, okay. Da ist eine Schrift. Was bedeuten die ganzen Schriftrollen? Menschen helfen Ereignis. Teleportpunkt. Nebenquest. Was? Gehen wir mal zu Fräulein Hokage. Ach ja, ist ja nicht mehr Fräulein Hokage. Es ist ja jetzt Kakashi, ist hier der Hokage. So, was kann ich für dich tun? Mist, jetzt habe ich das Fresspaket vergessen, das meine Mutter für mich gemacht hat. Allerdings wäre es total nervig, wenn ich dafür den ganzen Weg zurück zu Ichiraku machen müsste. Schätze, da werde ich lieber aufs Mittagessen verzichten. Aha. Ja, in der Ninja-Welt gibt es Leute, viele Leute, die Hilfe brauchen. Wenn du jemanden findest, der etwas benötigt, solltest du ihm unbedingt helfen. Wenn du Leute hilfst, können etwas sehr Gutes passieren. In der Tat, aber was ist das da oben? Da will ich mal hin. Hier war das. Da ist nix. Verspürst so viel Energie wie immer. Danke. Kakashi als Hokage. Man muss schon ordentlich Grips im Kopf haben, um Missionen ordentlich aufzuteilen. Jetzt ist keine Zeit für Beschwerden. Mach einfach, was du machen sollst. Er war ja schon immer eigentlich ein Kandidat für den Hokage-Posten. Da ist damit einfach dieses Speicher. Ah, genau. Hier kann man speichern. Das sind Speicherpunkte. Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Ja, der Abenteuermodus. Ja, Abenteuermodus ist auf jeden Fall komplett anders. Finde ich übrigens geil, dass es den gibt. Jetzt. Ah, Bandai Warenhaus. Hier gibt es auch ein Bandai Warenhaus. Da muss ich nicht extra ins Menü. Geil, auf geht's. Kaufen wir uns neue Kleidung. Ich habe da schon sehr viel freigeschaltet. Aber das ist immer das Erste, was ich mache. Die Klamotten kaufen. Denn die Items, die werden ja verbraucht. Hanabi aus Shippuden.
Naja, die kleine Hanabi. So, was gibt's denn sonst noch für Rüstungen? Da haben wir einmal Sakura als Kriegerin. Das ist natürlich ein interessantes Outfit. Und die beiden Outfits. So, dann fange ich doch mal... Ach, stimmt. Fange ich doch mal von oben an. Naruto-Rüstung. Sakura als Schulmädchen. Wie süß. Dafür brauchen wir Platin-Schriften. Aber ganz viele Platin-Schriften. Ach du Scheiße. So. So viel Geld haben wir jetzt nicht mehr. Eigentlich noch 225.000. Können wir noch mal gucken, ob wir ein paar Kampfsprüche uns kaufen können. Eigentlich müssten wir ja jetzt alles freigeschaltet haben. Ja, ist klar. Ich weiß. So. Gibt hier, glaube ich, nichts mehr, was ich kaufen kann. Doch da. Das und. Ah. Gerade kann nicht mehr genug Material gehabt. Oh, das ist noch so viel. Okay, dann kaufen wir das Zeug doch mal. Hier haben wir viel Neues bekommen. Die haben übrigens auch einen Fehler gemacht beim Zeichnen, nämlich Boruto und seine kleine Schwester müssten eigentlich das Byakugan auch haben. So gesehen ist das eigentlich ein sehr entscheidender Fehler, weil Boruto, also Narutos Fähigkeiten kombiniert mit Hinatas Fähigkeiten, das wäre awesome. Ah, dafür habe ich gar nichts mehr. Alles schon ausgegeben. Das können wir auch bestimmt nicht. Da gibt es auch kein neues Bild, was ich mir holen könnte, oder? Oder habe ich noch Material für etwas? Nein. Aber ich denke mal hier... Gibt es bestimmt neue Bilder. Yep, da haben wir schon ein paar. Da auch. Oh ja. Na gut, das haben wir alles. Das haben wir auch alles. Titel 2 haben wir auch alles. Tausch-Items. Haben wir auch alles. Ich glaube, da haben wir auch alles, ja. Die Kampfsprüche. Haben wir noch nicht alles. Jetzt haben wir alles. So, damit hätten wir eigentlich alles, was es in diesem Laden gab. Bis auf halt diese Tausch-Item. Ja, diese, womit... Was man halt für, für diese ganzen Sachen bekommt, die man halt immer, Ach, ihr wisst, was ich meine. Ich finde halt keinen Namen jetzt dafür. So, da oben gibt es noch viel. Gibt es noch viele Leute, die Hilfe brauchen. Und da oben auch.
Also gehen wir erstmal hier lang. Ich will den Leuten allen helfen, so gut es geht. Also 100% ist mein Plan. Im Abenteuermodus. Wenn schon, denn schon, ne? Oder wie in dem Fall Sven schon, denn schon? Spaß. Kann man hier nicht springen? Ohne Scheiß, die Springfunktion ist weg. Oh, was hast du denn? Ich habe viel zu viel Angst, im Park zu spielen, wegen all der Krähen. Ich wünschte, jemand würde die Krähen im Park verscheuchen. Okay. Krähen im Park. Weg mit euch. Hopp! Du auch! Und du! Geh weg! Ihr werdet zerstört für ein Silberkunai. Hier ist noch einer. Da. Wasserkrähen verjagt. Geh zu dem Jungen in der Nähe des Parks und erzähl ihm das. Ja, so kleine Nebenmission, die kann man mal machen. Hey, du hast die für mich verjagt. Danke. Zum Dank hast du... Silberschrift. Okay, jetzt helfe ich denen auf jeden Fall. Silberschrift ist was... Also so generell Schrift ist was sehr Seltenes hier. Hier ist auf jeden Fall noch jemand, der Hilfe braucht. Na du? Mein schwarzer Kater ist weggelaufen. Bestimmt treibt er sich wieder auf dem Friedhof herum. Ihm gefällt es da drüben. Aber erstmal gehen wir zu dem da hinten. Der hat nämlich auch noch ein Problem. Aber welches? Diese Kiste steht im Weg. Jetzt nicht mehr. Juhu, jetzt kriege ich das Geld wieder, das mir runtergefallen war. Danke. Dafür haben wir 3 Kisten zerstört, die ihm natürlich viel mehr wert waren. Okay. Die Katze wird wahrscheinlich auch nicht weit weg sein, nämlich da hinten ist sie schon. Oder ist das der Junge, der... wahrscheinlich gibt die uns eher was zu essen oder so. Mein Sohn hat sein Mittagessen vergessen. Wärst du wohl so nett und bringst es ihm? Ja. Er sollte wohl vor dem Hokage-Anwesen zu finden sein. Ich danke dir vielmals. Und was mit dir? Ich hatte Lust auf ein Ishirako-Nudelgericht. Das sieht ja sowas von lecker aus. Aber für 3... Macht das 180 Rio. So viel Geld habe ich nicht. Alles klar. Ich werde ihn nur bezahlen. Was? Echt jetzt? Vielen Dank. Danke, danke. Und wir haben sie eingeladen. Du hast 180 Rio ausgegeben, um den Kindern Nudeln zu kaufen. Auch sind wir nicht nett. Diese Nudeln waren total lecker. Ich hoffe, ich kann sie bald noch einmal essen. Nächstes Mal spare ich mir das Geld zusammen. Zum Dank hast du Folgendes erhalten. Goldkunai, 5 Stück, okay. Wunderbar. Warte mal, hat der was hinterlassen gerade? Boah, hier kriegt man ja Items geschenkt. Auf jeden Fall da oben kriege ich kriege ich auf jeden Fall wieder was. Ich werde versuchen, erstmal alle Missionen hier zu erledigen, bevor wir weitergehen. Hä? Das ist ja das Futterpaket von meiner Mutter. Ja. Danke, dass du es mir gebracht hast. Danke für die Kunai. Also der Abenteuermodus gefällt mir natürlich auch schon sehr. Das ist so ein entspanntes Spielen. So, mal durch die Gegend laufen, kleine Missionen erfüllen. Jetzt nicht so actionlastig.
Okay, die hat was mit... Warte mal, was ist das blaues Nebenquest? Ah, Nebenquests sind Quests, die man so nebenbei erfüllt. Das ist nicht das Helfen-Dings. Und da hinten ist der Friedhof. Wir hätten auch eine Abkürzung nehmen können. Ah, der Part ist auch schon fast rum, aber ich denke mal, hier kann man so 25 Minuten Parts einschätzen. Also hier werde ich die Parts schon ein bisschen strecken. Ich hoffe, es macht euch nichts aus. Nur, ich bin kein Fan von zu kurzen Parts. Aber zu lang eigentlich auch nicht. Ich finde es nur schade, dass man nicht mehr so rumspringen kann. Das macht ja nix. Sprechen wir erstmal die Person an. Vielleicht ist das sogar die. Willkommen, wie wär's denn damit? Ein Blumengabe. Ich hatte eine zu große Bestellung aufgegeben. Das ist jetzt ein kleines Problem. Du brauchst auch nur 2500 zu bezahlen. Wie hört sich das an? Du scheinst echt in der Klemme zu stecken. Da kaufe ich dir doch etwas ab. Du hast das bekommen, Blumengabe. Ja, ich danke dir vielmals. Ich bin doch nicht etwa zu aufdringlich, oder? Wenn du wissen willst, wo man sowas gebrauchen kann, schau doch mal auf dem Friedhof vorbei. Klar, kein Problem. Hier ist wieder was zum Speichern. So, Bronze-Kunai bekommen einfach so. Ich würde gerne auf dem Friedhof sauber machen, aber da ist zu viel Lärm. Damit komme ich allein nicht klar. Kein Problem. Wir machen sauber. Wir rennen einfach durch das Gras. Oh je. Einfach so, ne? Untersuchen. Gefunden, vermisste Katze. Ja, wir wissen, das Mädchen braucht sie. Du hast das ganze Laub weggeräumt. Geh zur alten Dame in der Nähe der Halle der Schuhenprüfung und erzähle dir das. Was cool wäre, wenn auch noch die Schuhenauswahlprüfung stattfinden würde. Aber ich glaube... Naruto ist der erste Genin, der Hokage wurde. Ich wollte hier eigentlich ein Grab besuchen, aber ich habe vergessen, Blumen mitzubringen. Oh, die Blume, die du da hast, das sieht wunderschön aus. Was? Ist für mich? Danke, mein Vater wird sich unheimlich freuen. Weniger Kämpfe, mehr Items! Yay! Jetzt noch zur alten Dame und zu dem kleinen Mädchen. Was? Du hast für mich sauber gemacht? Wie nett von dir, danke. Und jetzt noch zu dem kleinen Mädchen. Und dann beende ich den Part. Plötzliche Ereignisse. Denn plötzliche Ereignisse. Es ist Zeit für ein Sparring und dabei sollten wir uns richtig reinhängen. Ja, aber im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Zveneta.